Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage vom Arne aus Regensburg geht. Der Arne hat mitbekommen, dass wir diese Woche im Bayerischen Landtag als Regierungsfraktionen aus Freie Wähler und CSU das neue Hochschulinnovationsgesetz ins Parlament eingebracht haben. Und jetzt möchte Arne von mir wissen, zum einen, wieso fasst ihr das Hochschulgesetz denn überhaupt an? Und zum anderen, warum hat das denn so elendlange gedauert? Ja, lieber Anne, zumindest die letzte Einschätzung, die teile ich mal auf jeden Fall und komme gleich dazu, warum. Aber zunächst zum ersten Teil deiner Frage, weshalb überhaupt ein Hochschulinnovationsgesetz? Was ist die Idee, die Freie Wähler und CSU dabei verfolgen, die da im Hintergrund steht? Wir wollen schaffen, dass unser Wissenschaftsstandort Bayern nicht einzig zum Selbstzweck unterwegs ist, sondern dass wir die Menschen von den wissenschaftlichen Errungenschaften in Bayern bestmöglich profitieren lassen. Ja, wir wollen Transformation von wissenschaftlicher Expertise hinein in die Gesellschaft, hinein in die Wirtschaft noch besser, noch leichter möglich machen. Wir haben ja als Bayern-Koalition die Hightech-Agenda auf den Weg gebracht. Wir setzen mehr als jedes andere Bundesland in Deutschland und ich würde fast sagen, mehr als jeder andere Nationalstaat in Europa auf Hightech, auf Innovation. Wir wollen die Herausforderungen unserer Zeit nicht durch Verbote meistern, sondern als Land der Ingenieure dadurch meistern, dass wir Innovation auf den Weg bringen und damit mit anderen Worten auch die PS von wissenschaftlicher Forschung auf die sprichwörtliche Straße der Gesellschaft und der Wirtschaft bringen. Und deshalb dieses Hochschulinnovationsgesetz, um das noch einfacher möglich zu machen, ja, um dafür zu sorgen, dass Bayern so ein bisschen das Silicon Valley Europas wird, dass wir ja ganz oben mitspielen, wenn es um die Zukunftstechnologien und damit auch um die Märkte der Zukunft geht, sodass Bayerns Wohlstand in die Zukunft getragen und noch weiter ausgebaut werden kann. Denn eines ist klar, alles, was wir im Bereich der Nachhaltigkeit unternehmen, was zwingend notwendig ist, alles, was wir beispielsweise im Bereich der Pflege als große Hausaufgaben vor der Brust haben, das will am Ende des Tages finanziert werden. Und wenn es nicht nur durch Verzicht gelingen soll, sondern wenn es durch Innovation gelingen kann, dann ist es nötig, ganz eng an Wissenschaft zu sein, vorne zu sein bei Forschung, bei Spitzentechnologie. Wo wir sind, wo Bayern ist, da muss vorne sein. Und deshalb also diese Idee, lieber Arne, dieses Hochschulinnovationsgesetzes. Jetzt zum Zweiten, für uns sehr in der Verantwortung stehende Politiker, vielleicht etwas schwierigeren Teil deiner Frage. Warum hat das denn so elendlange gedauert? Und ja, in der Tat, Arne, wir diskutieren schon sehr, sehr lang über dieses Gesetz. Es hat damit zu tun, dass es sehr komplex ist, diesen Anspruch, den ich gerade skizziert habe, also dieses Hineindiffundieren von Wissenschaft in die Gesellschaft, in die Wirtschaft möglich zu machen und zeitgleich aber dem Anspruch an Wissenschaftsfreiheit gerecht zu werden, sodass am Ende des Tages nicht in unseren Universitäten, in unseren Hochschulen die Wirtschaft regiert oder andere gesellschaftliche Kräfte Einfluss nehmen. Wissenschaft kann nur dann richtig gut sein, wenn erstens auch Grundlagenforschung stattfindet und wenn zweitens die Freiheit von Forschung und Lehre, die ja Verfassungsrang zu Recht genießt, eben auch zu jeder Zeit gewährleistet ist. Und daraus ergibt sich ein gewisses Spannungsfeld, mit dem ganz, ganz viele Einzelfragen bei diesem Hochschulinnovationsgesetz verbunden waren, um einerseits das eine Ende des Kontinuums, dem Anspruch gerecht zu werden, Wissenschaft wirken zu lassen, in Wirtschaft, in Gesellschaft hinein. Auf der anderen Seite aber Wissenschaft auch die Freiheit zu lassen, die sie dringend zum Atmen benötigt. Und deshalb gab es ganz, ganz, ganz viele, ich weiß bei keinem anderen Gesetz, an dem ich bisher beteiligt war, so viele Einzelfragen, die wir miteinander zu diskutieren hatten, im Benehmen zwischen der Bayerischen Staatskanzlei, dem Bayerischen Wirtschaftsministerium, der CSU-Regierungsfraktion, der Freie Wähler-Regierungsfraktion. Und es war immer wieder nötig, da entsprechend einen Konsens zu finden. Also der Grund, lieber Arne, warum es so lange gedauert hat, der liegt neben mir auf diesem Stuhl. Das hier ist ein Teil des Grundes. Das hier ist ein Teil des Grundes. Und das sind nur die Protokolle der jüngeren, der letzten Besprechungen in dieser Angelegenheit. Und in der Tat war es nicht ganz einfach, da verschiedene Positionen auch innerhalb der Staatsregierung und zwischen den Regierungsfraktionen bestmöglich unter einen Hut zu bringen. Zwischenzeitlich
Und deshalb sind wir am Mittwoch jetzt endlich mit diesem Hochschulinnovationsgesetz auch in erster Lesung ins Parlament gegangen. Ist es uns aber gelungen, diesen ganzen Stapel abzuarbeiten? Ist es uns gelungen, jeweils einen Konsens herzustellen zwischen Staatskanzlei und Wissenschaftsministerium, aber auch zwischen CSU und Freien Wählern? Und ein, wie ich finde, wirklich hervorragendes Gesetz auf den Weg zu bringen, das dafür sorgen wird, dass Bayern noch ein Stückchen mehr die Nase vorne hat in der Spitzentechnologie, bei der Innovation, bei Forschung, bei Lehre, sodass davon auch die Menschen in Bayern was haben, insbesondere aber auch die in Bayern Forschenden und noch wichtiger, die in Bayern Studierenden etwas davon haben. Das ist uns zwischenzeitlich gelungen und ich will, Anne, jetzt nicht auf alle Einzelfragen eingehen, sonst würde dieses Frag-Fabian, glaube ich, viele, viele Stunden dauern. Wir müssten ein Special wahrscheinlich übers Wochenende machen. Ich will vielleicht einfach nur drei Punkte herausgreifen, die uns Freien Wählern ganz besonders wichtig waren und zu denen wir am Ende des Tages jetzt einen, wie ich finde, guten Konsens auch mit unseren Partnern von der CSU durchverhandeln konnten. Das Erste, was nicht ganz einfach war, was uns aber sehr wichtig war, war, dass uns diejenigen, die uns fachlich juristisch begleitet haben, am Ende zum Ergebnis gekommen sind, das, was jetzt drin steht in diesem Hochschulinnovationsgesetz, und Klammer auf, das war nicht immer so im Zeitverlauf des Diskussionsprozesses, Klammer zu, dass das, was jetzt drin steht, mit diesem weiteren dicken Büchchen in Einklang steht, nämlich mit unserer bayerischen Verfassung und auch mit der Idee von Freiheit von Forschung und Lehre, dass wir also nicht mit diesem Gesetz beitragen zu einer Art weiteren Ökonomisierung der Forschung, dass wir nicht dafür sorgen, dass wir uns bei der Grundlagenforschung jetzt selbst im Weg stehen und nur noch dran denken, wie kann mit Wissenschaft Geld verdient werden, sondern dass wir eben eine gute Balance haben zwischen der Idee Wissenstransformation aus den Elfenbeinen der Hochschulen und Universitäten heraus in Wirtschaft und Gesellschaft hinein, aber auch Grundlagenforschung, Freiheit von Forschung und Lehre auf der anderen Seite, was mindestens genauso wichtig ist. Das war uns Freien Wählern wichtig und das haben wir am Ende des Tages jetzt nach einhelliger Meinung der uns Beratenden hinbekommen. Das Zweite, was uns Freien Wählern sehr wichtig war, ist, dass wir nicht nur ein hochinnovativ technisches Gesetz machen, sondern dass wir auch ein modernes Gesetz machen, ein Gesetz machen, das den berechtigten gesellschaftlichen Ansprüchen im Jahr 2022 gerecht wird, das mit anderen Worten also auch dafür sorgt, dass unsere Universitäten, Hochschulen, dass die Spitzenforschung weiblicher wird. Und deshalb haben wir Freien Wähler großen Wert darauf gelegt, dass jetzt auch drinsteht, dass 40% der Hochschulleitungen weiblich besetzt sein sollen, dass also diese männerdominierte Wissenschaftsbranche sich durch Gesetzgebung auf legislativen Wege jetzt auch noch mehr zu öffnen hat gegenüber den klugen Köpfen der Bayerinnen und Bayern und derjenigen, die bei uns in Bayern forschen. Gerade in der Wissenschaft, glaube ich, zeigt sich eindrucksvoll, dass nicht die Männer die Schlaueren sind, aber dass trotzdem die Männer in den Hochschulleitungen signifikant überrepräsentiert sind. Das ist historisch so gewachsen. Das ist aber unserem Gesellschaftsverständnis im Jahr 2022 nicht mehr angemessen. Und deshalb diese klare Formulierung jetzt auch mit Gesetzesrang, es sollen in den Hochschulleitungen 40% der Spitzenpositionen weiblich besetzt werden. War ein Punkt, über den wir lange diskutiert haben, für den wir Freien Wähler jetzt am Ende des Tages nach erfolgreichen Verhandlungen gerade stehen können. Und vielleicht ein letzter Punkt noch genannt, lieber Anne, der uns Freien Wählern besonders am Herzen gelegen ist. Es ist ja bekannt, dass wir uns in der Hochschulpolitik immer sehr stark gemacht haben für die Studierenden. Abschaffung der Studiengebühren als Stichwort, aber auch für die Vertretung der Interessen der Studierenden innerhalb der Hochschulfamilie. Wir sind fest davon überzeugt, dass Universität, dass Hochschule immer dann besonders gut funktioniert, wenn alle, die daran beteiligt sind, mitreden können über die beste Art und Weise, wie wir Wissenschaftsbetrieb organisieren, sodass wir keinen Top-Down-Ansatz wollten, demzufolge dann Hochschulleitungen, Professoren, die Ansagen machen und nach der Methode Vogel friss oder stirbt, die Studierenden das so anzunehmen haben. Uns war es wichtig, dass auch die Studierenden ein gehöriges Wörtchen dabei mitzureden haben, wie Wissenschaftsbetrieb in Bayern organisiert ist, weil wir eben glauben, dass Wissenschaft genau dann besonders erfolgreich sein kann, wenn sie nicht nur im Elfenbeinturm der Wissensvermittlung unterwegs ist, sondern wenn sozusagen dieser Spirit entsteht, wenn ja,
die jungen Menschen auch begeistert werden von ihren Studienfächern und wenn sie die Chance haben, bei ihrer Vermittlung entsprechend mitzuwirken. Und deshalb war ein ganz wichtiger Punkt ja ein K.O.-Kriterium für uns, dass jetzt der Landesstudierendenrat in diesem neuen Hochschulinnovationsgesetz auch gesetzlich normiert wird, dass der Gesetzesrang bekommt, sodass klar ist, in Universität, da schaffen nicht nur die Hochschulleitungen, die Professorinnen oder der Mittelbau an, sondern da reden genauso die Studierenden mit, für die Universität am Ende des Tages ja da ist, denen die Zukunft gehört und denen wir Wissen, Expertise, aber auch die Herangehensweise an Forschung so begeisternd vermitteln wollen, dass sie in der Zukunft für die Innovationen, die wir so dringend brauchen, sorgen. Und auch das, da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube, das ist kein Geheimnis, Arne, war nicht ganz einfach durchzuverhandeln. Da gab es unterschiedliche Vorstellungen innerhalb der Exekutive, aber auch zwischen CSU und Freien Wählern. Manche, aus meiner persönlichen Sicht eher ewig gestrige, waren der Auffassung, es ist gar nicht so gut, wenn die Studierenden so viel mitreden, das sind doch eh alles eher irgendwie Linksalternative, das hilft uns doch nicht bei Innovation. Und da haben wir Freien Wähler ganz klar gesagt, nein, das sehen wir anders. Manche, die heute in entscheidenden Funktionen sind, haben das in anderen Funktionen noch anders gesehen, sehen das jetzt aber glücklicherweise so wie wir und deshalb steht der Landesstudierendenrat jetzt auch drin im neuen Hochschulinnovationsgesetz. Heißt also, Strich drunter, lieber Arne, ein schwieriger, herausfordernder, langwieriger Verhandlungsprozess, der sich, ich glaube, das kann man jetzt sagen, aber wirklich gelohnt hat. Wir haben jetzt hier in Bayern das modernste Hochschulgesetz, ich würde sagen, in ganz Europa. Und ich glaube vor allen Dingen, wir haben ein Hochschulgesetz, das wirken wird, das nicht nur auf geduldigem Papier steht, das zunächst einmal produziert werden musste, sondern das in die Gesellschaft, in die Wirtschaft hineinwirken wird, das für Innovation sorgen wird, das dafür sorgen wird, dass wir bayerische Technologieführerschaft auf den Zukunftsmärkten vor uns behaupten können. Wir wollen als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU, dass der Erfindergeist in Deutschland, in unserer Heimat in Bayern zu Hause ist, dass wir diejenigen sind, die das Silicon Valley Europas sind und dass Zukunft in Bayern gemacht wird. Und dafür schaffen wir die gesetzlichen Voraussetzungen. In Summe also ein langer Weg, steht der Tropfen, hüllt den Stein, aber schon ein sehr, sehr großer Erfolg. Ich bin deshalb sehr froh, dass unser Fraktionschef Florian Streibel die Angelegenheit zur Chefsache gemacht hat, persönlich verhandelt hat und mit unseren Fachpolitikern Kerstin Radler, Hubert Faltermeier die unzählige Tage und Nächte mit Besprechungen in dieses Thema investiert haben, dass die da so gut durchgedrungen sind und wir jetzt wirklich ein gutes Gesetz haben. Das, lieber Arne, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, entweder so komplex und breit aufgestellt wie in dieser Woche oder vielleicht auch kurz und knapp zu irgendeinem anderen Thema, dann macht's wie immer, postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.